Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu der Fall John Yesterday. Wir haben also unsere nächsten Das Ziele Tagebuch entdeckt von Petit. im Tagebuch von Petit. Oh, was war das nochmal gewesen? New York, da suchen wir Boris, aber vorher wollten wir. Na sag mal, jetzt habe ich voll das Kurzzeitgedächtnis. Ich habe gerade gespielt. Naja, gut. Ich denke, wahrscheinlich ist hier jetzt nichts mehr. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Wir haben das Tagebuch gefunden. Vielleicht sollten wir mit Betty reden. Das wäre vielleicht noch gut. Okay. Und obwohl du dich nicht traust, sie zu fragen, erinnerst du dich. Huch, okay. Ich verstehe nicht. Was tust du für deinen Vater? Ich sehe in dir denselben Wahn wie in ihm. Notre Dame, die Alchemie, der Orden des Fleisches. Ihr beide sucht ein und dasselbe. Okay. Was macht dir Angst? Dass dir dasselbe passiert wie ihm. Er hat sich das Leben genommen, John. Ich weiß nicht, ob es wegen seiner Nachforschungen war, aber er nahm sich das Leben. Oder er wurde auch ermordet, so wie Was sie war es dein bei uns Vater für ein versucht haben. Mensch? Mein Vater war ein guter Mensch. Er war ruhig, liebevoll, einsam. Er ist kaum noch rausgegangen, seit meine Mutter starb. Hat dein Vater seine Leidenschaft mit jemandem geteilt? Mit irgendeinem Freund? Als ich klein war, ja. Ein seltsamer Typ. Er nannte sich Choke, glaube ich. Mit der Zeit wurde er sehr merkwürdig. Choke? Eines Tages verschwand er und kam nie wieder. War das nicht der Helfer von Weißt Henry? du, Bin wieso mir gerade er... unsicher. Nein, vergiss es. Entschuldige. Wieso sich mein Vater umgebracht hat? Nein, er verbrachte den Tag mit einem amerikanischen Sammler. Sie schlossen ein großes Geschäft ab. Es sollte uns viel Geld einbringen. Wir wollten den Laden renovieren, auf Reisen gehen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hatte er sich erhängt. Was natürlich totaler Schwachsinn ist. Warum sollte er sich umbringen, wenn sie gerade sowas machen wollen? Was haben wir jetzt denn hier noch zu tun? Vielleicht reden wir noch mal mit den anderen Personen? Ja, Sie kommen mir tatsächlich. nicht wie ein typischer Franzose vor. Ach nein? Und wenn ich Ihnen sage, dass ich in meiner Hose Boulekugeln mit mir herumtrage? Sie kommen mir nicht wie ein typischer Franzose vor. Sie sind auch kein typischer Amerikaner. Sie haben noch nicht auf mich geschossen. Mensch, der haut Sie ja die kommen mir besten nicht Witze wie hier ein raus. typischer Franzose vor. Ich bin zu hübsch, ich weiß. Macht er damit immer weiter? Die junge Ich finde die Frau an zu der schlecht Ladentheke als. beachtet mich nicht. Mit mir würde sie das niemals machen, definitiv nicht. Ich weiß nicht, soll ich Sie noch kommen mir mal? nicht wie ein typischer Franzose vor. Ich entspreche wohl eher dem Klischee des Mandingo, wenn Sie wissen, was ich meine. Also jetzt frage ich nicht noch weiter. Ich frage noch mal die Herrschaften hier. Okay, aber ich darf nicht gehen. Das ist ja seltsam. Wir haben hier ja auch noch Öl. Und auch diesen Stock haben wir noch gar nicht verwendet. Stock oder wie man das nennt. Soll ich ihr das irgendwie nochmal geben, Du oder? zeigst ihr lieber nicht das Tagebuch ihres Vaters. Zumindest nicht, bis du dieses Skytale gefunden hast. Ach, so war das. Stimmt. Ach so, ich weiß nicht, was Skytale ist, aber dann suchen wir das Skytale. Suchen wir Womöglich Skytale. handelt es sich um eine Nachbildung. Du Passiert tastest noch den was? Globus nach einer... Nein. Okay. Hier Du nochmal. öffnest jedes einzelne der... Alle sind leer. Ein Und nichts Mysterieux? ist dran. Nein. Okay. Ah, vielleicht hier. Die unzähligen Ausstellungsstücke wären ein gefundenes Fressen für jeden Mystery Case Files Spieler. Das kenne Du ich nicht, durchsuchst Mystery Case sämtliche Files. Regale im Raum, findest aber nichts, was dir auch nur annähernd wie eine Skytale vorkommt. Was zum Teufel ist denn eine Skytale? Ich weiß es doch nicht. Ist das hier oben eine Skytale? Die Rüstung eines Samurai. Ach so, nee, das Diese. kennen wir ja schon. Du kannst von dort nichts mehr. Eine Skytale. Du kennst dich nicht zufällig mit Skytalen aus? Nee, nur mit Klischees. Gucken wir nochmal hier. Eine Skytale, eine Skytale. Vielleicht ist hier eines der Bilder eine Skytale. Du untersuchst die linke Seite der Fassade mit Hilfe der Ah, die linke. Uhrmacherlupe. Aber es stellt sich keine neue Erinnerung bei dir ein. Ne? Und wenn du jetzt nochmal Auch ein guckst, oben? prüfender Blick mit der Uhrmacherlupe auf die Fassade in der Mitte hilft dir nicht weiter.
Aber vielleicht unten? Mit Hilfe der Uhrmacherlupe untersuchst du die Fassade auf der rechten Seite. Ich habe getan. Ich bin ein. Ja. Okay. Was. Weiß ich nicht. Im Regal was ist hier ist denn noch? Mehr, was dir nützlich sein könnte. Okay, hier oben, das geht nicht auf. Ist hiermit eigentlich noch was? Auch als du es auf der Suche nach einem versteckten Federmechanismus abtastest, findest du nichts. Okay, was hat's denn mit dem Dieser Stock hier Holzstab auf sich? Dieser Holzstab scheint in keine der Öffnungen des Kreuzes hineinzupassen. Okay. Also, dieses Ding hatten wir offen. Du öffnest die Klappe erneut, findest aber sonst nichts. Okay, da ist sonst nichts. Der hier Arbeitsbereich ist auch nichts, von Pauline. Was Skytale wäre. Weder auf dem Tisch noch in den Schub. Okay, ich gucke noch mal kurz, ich lasse hier noch mal das... Okay, nochmal bitte, nochmal. Sekunde, ist hier... Aber hier ist nur ein Hotspot, ja, ganz sicher? Ja, doch. Vielleicht hier doch noch mal was? Ein kalter Tritt. Du öffnest jede eins. Nee, okay. Gehen wir... Können wir hier vielleicht... Du versuchst, sie zu öffnen, aber sie ist fest verschlossen. Okay, damit? Mit brachialer Gewalt? Du gießt Öl auf die Scharniere der Tür, was dich im Augenblick aber kein Stückchen weiterbringt. Aber ganz zufällig hast du gerade etwas getan, was dir in Zukunft Ärger ersparen wird. Hä? Okay, cool. Das freut mich natürlich. Ich habe aus Versehen etwas getan, was mir in Zukunft Ärger ersparen wird. Ach Mensch, dieses Ding hier haben wir ja natürlich noch. Das sollten wir natürlich durchprobieren. Du beleuchtest das Modell mit dem UV-Licht, entdeckst aber nichts Neues. Ja, aber hier könnte schon noch irgendwo was sein, weil das UV-Licht haben wir noch nicht so richtig sinnvoll anwenden können. Dann gucken wir doch noch mal draußen mit dem UV-Licht, möglicherweise auf dem Globus oder so. Auf dem Globus? Gucken wir mal. Nein? Da? Nein? Und wenn hier? Du, als du das letzte Mal hier warst, irgendeine verborgene Nachricht zurückgelassen hast, wie die im Jacuzzi, nachdem du alle Artikel in den Regalen mit dem UV-Licht inspiziert hast, weißt du, dass du dir das hättest schenken können. Okay, und da oben komme ich ja nicht ran mit meinem Dingels hier. Und die Sachen habe ich mir ja schon angeguckt von Weitem. Zum Aber ich gucke trotzdem noch stehen mal. Stehen sie alle still. Und ran komme ich ja nicht, also das ist ja sinnlos. Nein, gucken wir da nochmal. Ein Soldat, der konnte... Nee. Beim Betrachten des Wandteppichs erinnert... Und das heißt... Ach so, aber das ist... Salz. Ja, bla 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 bla. Okay, weiter nachdenken. Ich mach nochmal hier... Bum 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 bum. Und nochmal bitte, ich konnte nicht so schnell gucken... Tja, was könnte man hier noch so anwenden auf etwas anderes? Hat das hier noch einen irgendeinen versteckten Mechanismus? Nein. Die hier wollen nichts mehr mit mir labern, oder? Nein. Der hier kann mir natürlich gerne noch seine Klischees erzählen, aber Sie kommen wie sinnvoll mir nicht das wie ist. Ein typischer Franzose vor. Wollen Sie andeuten, dass ich wie ein Heterosexueller aussehe? Sie kommen mir nicht wie ein typischer Franzose vor. Eher spanisch, ich weiß. Ich sollte etwas gegen meinen Mundgeruch machen. Der labert echt. Ah, jetzt haben wir aber alles durch. Okay, das beruhigt mich ja immerhin. Vielleicht, wenn wir ihm das Tagebuch zeigen? Wieso willst du das einem Fremden zeigen? Weil es so hübsch ist. Mann. John. Echt, du hast echt keinen Plan, John. So ein Dovi. Okay. Ich hoffe, wir verpassen nicht irgendwie sowas, was man ja verwenden kann. Und ich raffel's nur nicht, dass man es verwenden kann. Was war hier nochmal? Natürlich, vielleicht noch was mit der geschlossenen Tür. Vielleicht abschließen. Wir schließen uns ein. Dich dort drinnen einzusperren, würde Pauline bestimmt sehr wütend machen. Och Mensch. Oh, ich bin verschwunden. La 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 la.
Das Spiel ist abgestürzt. La 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 la. Yesterday funktioniert nicht, sagt mir Windows und sagt jetzt, es kann es nicht problemlösen, also schließen. Wow, es ist tatsächlich abgestürzt. Ich lasse jetzt einfach mal die Aufnahme durchlaufen, weiter. Und laber euch einfach voll bei einem schwarzen Bildschirm. Das ist doch spannend. Das wollten wir schon immer mal haben. Ah, verstehe, okay. Dann hat Yesterday, also das hat jetzt einfach bis zu dem Zeitpunkt aufgenommen. Dann starte ich einfach das Spiel mal neu. Fraps hat dann automatisch die Aufnahme beendet. Schlau, schlau, das Programmchen. Ja, und sonst so müssen wir jetzt ein wenig warten, bis das Spiel wieder läuft. Es ist natürlich auch nicht das Schnellste, aus dem einfachen Grund, dass es eben abgestürzt ist. Jetzt muss es erstmal so mit sich selbst und der Welt klarkommen, möchte ich mal sagen. Und inzwischen sind wir schon langsam im Menü und können gleich wieder loslegen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und wo muss ich denn jetzt? Okay, jetzt muss ich kurz, ach nee, ich muss ja gar nichts sagen. Doch, ich muss kurz, Verzeihung, ich muss jetzt kurz Blub sagen, um dann die Sprachspur mit der Videospur zu verbinden. Also jetzt Blub. So, das ist dann genau der Moment, wo ich nämlich die Videospur wieder ansetze und wir sind wieder im Spiel. Hallöchen, Hallöchen. Wow, es ist voll abgestürzt. Jetzt weiß ich nicht, es wäre jetzt möglicherweise möglich, dass es natürlich deswegen nicht gespeichert hat. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. So ein Dreck. So eine Scheiße. Also das ist mir bei einem Adventure jetzt auch noch nicht so häufig passiert. Ich verstehe nicht. Ich gehe jetzt einfach schnell alles durch. Blub, blub. Oh, so schnell wollte ich nun auch wieder nicht. Es sollte schon, Und wenn es nicht deine Schuld wäre? Das ist Blödsinn. Aber es wäre ein Trost, wenn ich jemand anderem die Schuld geben könnte. Wenn er vor mir stünde. Ich sage dir, ich wüsste nicht, was ich mit ihm anstellen würde. Okay, ich bin gerade verwirrt. Dich, danke, nur zu gern würde ich das erwidern, aber in meinem Innersten habe ich viel zu viel Angst, John. Vertrau mir. Ich passe auf dich auf. Verarsch mich nicht, John. Meine Mutter ist verschwunden. Mein Vater ist verschwunden. Und du wirst auch verschwinden. Nein, wir verschwinden nicht. Aber das war jetzt verwirrend, dass wir diese anderen Gesprächsthemen jetzt noch hatten. Die hier gehe ich mal schnell durch. Was war denn? Mein damit wir über alles geredet haben. Weißt du? Wieso er verbrannt gesollt, als ich. So, ich mag das nämlich sonst nicht, wenn irgendwas fehlt. Das Tagebuch von Petit. Aber reingeguckt hat er da doch wohl, oder? Es ist ja noch dieses bescheuerte Band drum. Um dein Ziel zu erreichen, musst du auf jeden Fall das Gummi vom Tagebuch trennen. Auch wenn du noch nicht weißt, wieso. Ah, Sekunde, wir machen mal das Ölen da oben, was uns Probleme erspart, weil durch den Absturz ist das natürlich jetzt auch noch nicht erledigt. Sekunde, Öl. Du gießt Öl auf die Scharniere der Tür, was dich im Augenblick aber kein Stückchen weiterbringt. Aber ganz zufällig hast du gerade etwas getan, was dir in Zukunft Ärger ersparen wird. Sehr gut. Okay. Oh, wir haben jetzt ein Band. Wieder ums Buch rum. Die Lampe mit Öl tränken. Du wickelst das Gummi um den sechseckigen Stock, ohne es zu dehnen. Ja, das ergibt Sinn. Genau das hatte ich vor. Und nun nehme ich diesen Stock und schlage damit die Tür ein. Okay, nein. Und schneide das Band wieder ab. Und guck mir das Band unter der Lupe an. Die UV-Licht. War eine Methode, welche die Spartaner zum Verschlüsseln von Nachrichten nutzten. Der Absender wickelte ein Lederband um einen Stab mit einem bestimmten Durchmesser und schrieb den Text darauf. Der Bote erhielt nur das Band, welches alleine unmöglich zu entziffern war, und überreichte es dem Empfänger, der wiederum einen identischen Stab wie der Absender besaß und somit die Nachricht entschlüsseln konnte. Kirche von St. Fergus. Woher sollte ich? Wälder von Inverloch, Schottland. Du hast, was du wolltest. Jetzt hält dich hier nichts mehr. Nur, jemand verdient eine Erklärung. Gedächtnisschwund? Man hat mich vergiftet. Mit Quecksilber. Ich habe viele Fragen, aber das Tagebuch deines Vaters hat mir bereits einige beantwortet. Henry White Henry White wird zufrieden sein, wenn er das erfährt.
Das Tagebuch. Oh. Oder ich töte sie genauso wie ihren Vater. Oh mein Gott, nein! Oh Mann! Oh. Hände hoch! Das ist nicht nett. Komm, wieso erschießt du sie nicht? Das ergibt keinen Sinn. Sonst lasse ich dich nochmal Quecksilber schlucken, nachdem ich deine Freundin getötet habe. Na los! Ach du Scheiße, 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 Scheiße. Okay, wir haben oben geölt und das war von Vorteil, weil... Wollen wir jetzt einfach... Ach so, wir haben ja keinen Schlüssel dafür, oder? Oh, war das da schon immer? Versuchst sie zu öffnen, aber sie... Ja, okay, sie ist verschlossen. Aber das hier? Nee. Ach so, nee, ich dachte, das wäre neu. Hä, aber was sollen wir denn jetzt machen? Es hat sich doch gar nichts geändert zu vorher. Was sollen wir denn jetzt hier Neues kriegen? Wie sollen wir denn hier rauskommen? Im Regal ist nichts mehr, was dir nützlich sein könnte. So keine sehr Ahnung. Du auch suchst, du findest kein entgegen aller... Ja, das hatten wir ja schon. Ich habe keinen auch Plan. Auch als du es auf der Suche nach einem versteckten Federmechanismus... Ja, Ist hier nicht doch irgendein Schlüssel? Hier? Irgendwas? Du öffnest je... Ja... Okay, wenn ich jetzt... Oh es Gott. Ist deine Schuld, dass sich Pauline in dieser Lage befindet. Du musst etwas tun, auch wenn du noch nicht weißt, was. Okay, ich weiß nicht, ob ich rausgehen soll. Vielleicht sollte ich lieber abschließen. Du steckst den Schlüssel ganz vorsichtig in das Schloss und drehst ihn langsam herum. Marcel kann dich nicht mehr überraschen. Okay, das ist ja schön, aber was jetzt? Wie kriege ich die Tür hier oben auf? Wie erwartet, passt der Schlüssel nicht in dieses Türschloss. Das passt nicht. Was bringt schon auf Haulicht? Das ist doch schwachsinnig. Wir könnten wieder wild zusammen. Ach nee, das hatten wir noch nicht, aber. Kein Plan. Irgendetwas auf diese Tür anwenden. Das ist doch eigentlich das Einzige, was neu ist, oder? Das Tagebuch naja, von das Petit. Tagebuch. Ups. Nein. Yeah. Du könntest das dort hineinlegen. Oh, verstecken. Aber Pauline ist momentan nicht in der Lage, es auf der anderen Seite herauszunehmen. Ach so, das ist zweiseitig. Du öffnest sie vorsichtig, um jegliche Geräusche zu vermeiden. Und tatsächlich, da sind die Schlüssel. Ja gut, das wusste ich ja nicht. Dass das zweiseitig Nachdem offen ist. Wenn du ein paar Schlüssel ausprobiert hast, findest du den passenden für dieses Schloss. Die Tür ist offen. Okay. Raus. Vorsichtig öffnest du die Tür. Und das Gemälde. Aha, alles klar. Wenn es einen perfekten Moment gibt, um diese Uhren nicht aufzuziehen, dann ist es jetzt. Ja, gut, das stimmt wohl. Okay. Kann ich... Niemals hättest du vermutet, dass sich hinter dem Bild eine Tür verbirgt. Es ergibt gar keinen Sinn. Hier unten ist die Tür offen. Ich habe die doch abgeschlossen. Na, egal. Vielleicht können wir das Schwert nehmen. Ja. Ja. Es tu ist es. Nicht das tu erste es. Mal, dass du ein Schwert in der Hand hältst. Was? Was? 3 Monate. Auf der Suche. Nach dem Tod. Nach Sonne. Okay. Aber vielleicht ist der Tod gar nicht Sind ein Schicksal. Sind wir das? Ja, ja, jetzt sitzt er ein bisschen crazy. Was ist denn hier los? Huch. Meister. Meister? Mein Name ist... Du bist spät dran. Okay.
Okay. Wir sind voll der Superman, ey. Oder Batman, wie er ausgebildet wird in diesem komischen Ding da bei Batman Begins. Ich suche es nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, was es war. Oh weh, dein Gedächtnis. Und jetzt? Was suchst du jetzt? Deine Lehren. Du hast sie bereits genossen. Aber der Umgang mit dem Schwert? Sobald die Glocke heute zur Lektion läutet. Und der unbekannte Sinn? Du bist nicht bereit. Wann bin ich soweit? Bring mir eine Blume der Wahrheit. Wirst du mich dann den unbekannten Sinn lehren? Bring mir eine Blume der Wahrheit. Oha, okay. Ziemlich verrückt. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von der Fall John Yesterday und dann schauen wir uns hier mal um, was das ist. Ich tippe jetzt auf ein Flashback oder er ist einfach nur total verrückt. Eins von beiden. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.